Recht herzlich willkommen zur 53. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, gucken wir mal rein hier in unserem Land. Also hier haben wir noch einen Rivalen offen. Letztes Mal war hier die schwedische Flagge, das schwedische Wappen, und deswegen war da der Rivale tatsächlich noch offen, ne? Und naja, wir nehmen wieder mal Norwegen, weil das passt so schön, ne? So, dann haben wir unsere Rivalen wieder. Gucken wir gerade durch. Okay, wir haben einen Schwerpunkt, können wir neu setzen. Der ist momentan hier. Das würde aber so passend bleiben, glaube. Lass uns mal gerade hier reingucken. Dann wissen wir mehr. Das geht bald hoch. Hier sind wir ganz gut. Hier müssten wir besser sein. Deswegen ist der Schwerpunkt da schon richtig sitzend. Ach so, und ja, wir können ja hier jetzt hier noch das neu machen, ne? Genau, das hatten wir ja letztes Mal auch. Ja, da müssen wir überlegen, was wir machen wollen, ne? Schwierig, ne? Humanistische Ideen, religiöse Einheit, Unruhen, Toleranz, Nationalismus, ausgeschlossen, nehmen wir nicht. Kostensöldner ist jetzt nicht so wichtig für uns, Kernprovinzen, ja, machen wir zwar, aber Unterhaltssöldner, Zinsen, Söldner, nee, ist auch nicht unser Ding, Expansion, na, das können wir uns sowieso nicht leisten, noch ein, na, sag schon, Kolonisten, Händler, Koloniewachstum, global plus 10, Baugeschwindigkeit, Regimenter, ist es auch nicht. Steuereinnahmen plus 10, das wäre ganz interessant. Baukosten minus 10, ist auch nicht verkehrt, wenn wir uns dann ausbauen wollen, was wir ja unbedingt noch machen müssen. Inflationsreduktion plus 0,10, Zinsen, Autonomie. Okay, Unterhalt Armee weniger, das wäre alles. Also von denen ist jetzt der Beste der. So, nö. Kostenstabilität. Missionsstärke. Papsteinfluss. Nee, das brauchen wir auch nicht. Verfall, Prestige. Okay, das wäre nicht schlecht. Söldnerunterhalt. Förderkosten, Investitionen, Kosten, Technologien. Okay. Verfügbarer Berater wäre jetzt nicht so wichtig. Kosteninflationsreduktion. Kriegsmüdigkeit. Ich glaube, das machen wir beim. Bei der Wirtschaftsideen sind wir da besser bei, ne? Also aus der Reihe wären es die Wirtschaftsideen auf jeden Fall. Einflussideen. Einnahmen, Versalen haben wir nicht. Wahrscheinlichkeit Nachfolger, Prestige, das wäre interessant, der Nachfolger jetzt nicht so sehr, aber das Prestige. Kosten, Diplomaten, eine diplomatische Annexion brauchen wir nicht. Exile, na, das ist eigentlich ziemlich egal. Das ist also auch nichts der Einflussideen. Seemacht sind wir schon so, könnte man noch stärken, klar, aber ich glaube, das ist es jetzt nicht. Handelseinfluss ist okay, Händler, gut, Reichweite, Handel, Handelseffizienz, Händler, zu viele Händler hier, ne? Ja, ich glaube, da sind die Wirtschaftsideen schon noch die besseren. Noch ein Diplomat brauchen wir eher nicht, Beziehungen sind dann auch nicht so, Kostenkriegsmüdigkeit, okay. Nee, das ist alles nicht hier. Sind immer noch bei den Wirtschaftsideen, ne? Spionagenetzwerk, nee. Diplomat, nee. Nee, das brauchen wir alle nicht. Freiheitsstreben, Zeitaufwand. Nee, das ist auch nix. Also wir sind Wirtschaftsideen noch. So, Aristokratie-Ideen. Kampfstärke wäre sehr wichtig. Kosten militärischer Technologien wären billiger, das ist auch okay. Autonomie wäre super. Absolutismus. Rekrutenreserve, ja, wäre auch nicht schlecht zu haben, sicherlich. Verfall, Armeetradition und Flotten, okay. Diplomaten und Anführerlimit. Ist jetzt nicht so wichtig. Söldner auch nicht. Also da wären die ersten 5 ganz interessant.
würde ich jetzt die beiden schon mal momentan gleichsetzen. Nahkampf, okay. Baugeschwindigkeit, Regimenter. Das wäre jetzt nicht so wichtig. Feuer, Armeeanführer. Prestige. Belagerung. Einheitenlimit, Armee. Disziplin. Na, das Disziplin wäre als letztes nicht schlecht, ne? Aber ich glaube, da ist tendenziell das besser wie das. Und da wären noch immer die gleichstehend. Armeetradition jährlich dazu. Moralarmee. Okay, das wäre schon wichtig. Manöver. Unterhaltarmee wäre okay. Festungsverteidigung und Unterhalt. Regimenter, Verstärkungsrate besser, ja. Verschleißarmee. Ja, da sind wir jetzt schon beim Punkt, wo ich sage, Wirtschaft und Aristokratie-Ideen genauso wie die Defensiv-Ideen interessant sind. Also zwischen den dreien entscheiden. Kampfstärke wäre auch sehr schön. Armeetradition. Kampfstärke, Kavallerie. Rumpfstärke. Moralflotte. Verschleißflotte. Und Kampfstärke, Artillerie. Ja, das würde ich ein klein bisschen... weil zu viel mit Schiffen ist. Die ersten drei sind sehr schön, würde ich sagen, ja, kann man gebrauchen. Aber dann würde ich doch eher von den dreien da einen favorisieren, ne? Ja, das waren die Qualitätsideen und dann haben wir hier noch die Seemachtideen, die, wo ich sehe, eigentlich eher Nahkampfflotte, Kampfstärke, Galeere. Nee, das brauchen wir definitiv nicht, ne? So, jetzt müssen wir uns zwischen Wirtschaftsideen und Aristokratieideen und der Defensividee entscheiden im Endeffekt. Armeetradition, Moral, Armee, Manöver. Die Moral ist immer das, was bei uns am schnellsten fällt, ne? Manöver, Unterhalt. Das wäre jetzt nicht so wichtig. Verstärkung auch nicht, Verschleiß, okay. Hat man hierüber gesprochen? Ja, ne? Kampfstärke, ja. Ja, einer von den dreien ist es, ne? Aber wir wollen ja unser Land verbessern und verstärken. Da müssten wir eigentlich die Wirtschaftsideen nehmen, ne? Und halt Armee ist nachher noch. Zack. Ja. Haben wir sie. Läuft. Okay, dann... sind wir kurz davor, lass mal hier weiterlaufen. Und Kriegsgrund gegen Norwegen, alles klar. Was haben wir hier noch oben? Achso, das können wir noch fertig machen. Aber da wollen wir lieber das nehmen, oder? Gegen Lübeck, okay. Kriegsgaleere. Handelsposten. Und noch eine Kultur, die akzeptiert werden kann. Ich glaube, ich mache das gleich anstatt das andere. Wo waren wir da drüben? Hatten wir noch eine Provinz dazu bekommen? Genau, das war die, ne? Ja, wie sieht's hier aus? Das wächst und da war der Händler drin, der Kolonist drin, ne? Passt also. Oh, 43. Hatten wir die jetzt hier schon gekriegt? Hier? Nee, ne? Diplomatie. Ne, wir haben das Bündnis ja schon fertig. Okay. Das ist schon mal super.
Ja, da müssen wir jetzt mal schauen. Unsere Flotte besteht aus, wie viele Schiffen? Wir 4, 3 und 13. Haben wir da 15 von auf jeden Fall. Und dann ist das Geld auch schon wieder alle. Und da können wir jetzt das machen. Zack, das machen wir auch. Eine Galeone ist als nächstes dann dran. Okay. Karacke, Karavelle. Okay, und dann ist das andere auch weg hier, ne? Genau, das geht dann nicht mehr. Passt. Kolonialwachstum. Und was wäre das Gesamte eigentlich gewesen? Aha. Vielleicht sollte man das doch abschließen, weil da gibt es ja noch so viele andere Sachen dann, die da helfen, ne? Gut, okay. Ach, hier war noch was, ne? Genau, 37 bei den Bürgern. Wenn man denen aber was gibt, ne? Da geht's nicht. Oh nein, und gewonnen. Super. Da ist schon was. Da geht nicht. Hier schon. Da geht was. Auch für die Bürger. Dann ist das schon mal weg. Super. Oh nein. Gewonnen. Super. Ah, da sind Entscheidungen verfügbar. Britisches Reich können wir gründen. Warte mal, machen wir Pause gerade. Da schauen wir doch mal schnell rein, was das Britische Reich so ist. Wir sehen alle folgenden Punkte. Ja. Prestige kriegen wir, das ist gut. Unruhen sind natürlich auch höher. Aber würde ich jetzt mal sagen, ist gut, oder? Okay. Zentralisierung erhöht. Was können wir denn noch machen? England erhält Ablasshandel. Akt zum Ablasshandel. Und das ist hier nochmal. England erhält Akt zur Geheimveranstaltung bis 2. Januar. Das ist auch nichts Wichtiges, ne? Lass uns erstmal das machen. Jetzt haben wir eine neue Flagge gekriegt, ne? Jetzt sind wir hier Großbritannien. ja. Was haben wir immer noch das Dingens hier? Ach ja, das war ja Nordostamerika. Wir sind in Nordost. Haben wir doch, das verstehe ich nicht so ganz. Naja, irgendwann wird's werden. Gut. Das läuft erstmal noch. Das können wir auch laufen lassen. Okay. Pelze geändert. Und die blockieren unsere Häfen, oder wie? Gut, Lübeck. Einheiten, die sind auch gut da. Und die sind mit dem Geld. So, weißt du was? Da ziehen wir jetzt hier mal gerade durch. Stabilität fällt runter um 5%. Toleranzheretiker. Okay, das wäre jetzt nicht das, was ich haben will. Das war das. Und dann gleichen wir das aus. Alles gut. Dann ist das weg. Isländische Identität anerkennen. Okay.
Reykjavik wird zur neuen Hauptstadt. Okay, nee, das machen wir jetzt mal nicht. Und ja, das müssen wir noch bearbeiten. Da wissen wir aber auch noch nicht, wie es weitergeht, ne? Jo, gut, was machen wir? Gute Frage. Hier sind wir ja unterwegs, das läuft. Wir haben nicht genug Geld, um noch was zu bauen. Müssten wir aber auch irgendwann in Angriff nehmen, denke ich hier. Da müssen wir noch ein bisschen versparen. Ja, eigentlich sind wir jetzt gerade so in so einem Punkt, wo nichts läuft, ne? Schiffe bauen wir noch. Hier die Truppen müssen wir noch weiter schicken im Endeffekt. Wie weit ist das hier? Okay, da sind wir schon bei ziemlich vielen Prozenten im Endeffekt. Das ist 866, also 86,6% haben wir da schon erreicht. Da sind wir auch gut unterwegs. Wie viel ist das? 482. Haben wir politische Karte hier, oder? Oh, das war schon die politische, alles klar. Ja, weil das hier nicht besetzt ist von irgendwem, ne? Deswegen ist das so. Okay. Das kann man nicht, das ist Ödland. Und das ist das. Und gibt es hier oben noch was? Ne, das ist Ödland. Mistasini. Ja. Wie war das jetzt hier? 898, 900. Ich würde jetzt sagen, wir marschieren mal dagegen. Den berufen wir ab, weil ich glaube, das trägt sich auch von alleine jetzt. Ne? Und senden den dahin. Und wie ist es mit dem Geld? Das müssen wir als erstes gucken, ob wir uns das leisten können. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Müsste eigentlich funktionieren, ne? Sehen wir gleich dann, wenn der da ist. Wie teuer das wird. 458, 460. Oh nein. Gut, dann marschieren wir gerade da ein. Das kriegen wir schon hin. Läuft. Okay. Erledigt sind die Jungs da. Und 481. Das dauert noch, bis der da ist. Ich glaube, wir ziehen die aber wieder dahin. Weil das ist ja gleich erledigt, ne? 917. Inuit sind da, ne? Und der kommt in 60 Tagen an, der Kolonist. Was haben wir hier jetzt noch? Achso, Berater, ja, den wollten wir eigentlich machen. Naja, jetzt ist es zu spät, ne? Jetzt wollen wir eine Kolonie aufbauen. 4,92. 4,92. Wann kommt der denn hier an? 15 Tage, 14 Tage, 6, 5, 4,57, aha, 0,5 haben wir jetzt nur noch. Das kostet ein bisschen was. Okay, dafür, wenn wir das da gleich fertig haben, dann wird das schon gehen. So lange halten wir ja aus. 932 läuft, ne? So, Flotte wird nicht mehr gebaut, läuft aber. Okay, wir haben gerade eine negative Bilanz, 0,07. Wie ist Korruption? Ausgerottet um 0,11. Okay, das läuft. Können wir so lassen, denke ich. Da müssen wir dann überlegen, was wir da machen. Ah, ja, das ist das Falsche gerade so. Das wollen wir mal lieber nehmen, ne? Okay, knapp plus die Bilanz.
Und das läuft. Da geht auch. Ah, da geht ja gleich schon hier den 10er, ne? Dann sind wir da auf 10. Das ist schon mal nicht verkehrt, ne? Hier läuft es auch voran. Staatsehe beendet, okay. Und Schweden ist Kaiser, das ist doch schön. Krass, oder? Ja. Wir müssen uns nachher dann noch entscheiden, ne? Wenn, zu wem man gehören möchte, ne? Wenn da was ist. Verlieren wir 440 Dukaten. Nee, das ist. 44,04, okay. Ja, komm, machen wir so. Navigator ist gestorben. Da gibt es die Staatsehe wieder. Die akzeptieren wir dann. Norwegen ist da. Gucken wir gerade weiter durch hier, ne? Ja. Da haben wir noch einen. Passt, das ist auch gut. Läuft eigentlich. Jetzt gucken wir gerade hier nochmal rüber, wie weit wir hier sind. Das ist jetzt auf 966. Und hier sind wir schon bei 10% gleich. Eingeborenen Aufstand. Oh no. Okay. Oh no. Okay. Oh no. Dann müssen wir da noch gerade rüber gehen und da weiterkämpfen. Damit es wieder läuft. Oh nein. Vernichtet sie. 16 adlige Rendimenta erheben sich. Warte mal, jetzt müssen wir erst hier eine Pause machen. Da. Eingeboren Naskapi. Okay, 100 Bevölkerung, cool. In Sligo. 16 Regimenter. Weiß nicht, ob wir unsere 40 dagegen setzen, ob das reicht. Da können wir Stabilität verlieren. Wir haben 3, ne? Ja. Tendenziell würde ich das machen, ne? Weiß aber nicht, ob unsere Truppen das schaffen. -50 Steuern, das ist das Letzte, was wir machen. Gute Frage, ne? Ich nehme die Stabilitätseinbußen. Was besetzt haben die das eben? Nein, ne? Okay. Wahrlich schlechte Nachrichten. Ach so, das war das wegen der Stabilität, ne? Ja, gut. Schick die mal woanders hin. Ich glaube, wir schicken die mal dahin. Oder? Obwohl, nee, lass die mal in London. Lass die mal da, passt schon. So, Schiffe. Wie viel machen wir denn gerade plus? Ne, machen gerade sogar Minus, auch wenn da oben noch ein Plus angezeigt wird. Ja, das ist dann schwierig jetzt hier. Ach so, laufen lassen können wir. Gut, das sind jetzt wie viel? 877. Dann haben die uns gerade niedergeschlagen mit ihren Soldaten da. Wie geht's hier voran, weil wir da 100 hatten? Oder sind die 100 ausgezogen nach da? Das könnte natürlich auch sein, ne? Gut, aber ich würde sagen, für die Folge soll es auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.